Ja, der Eberhofer Junior hat nicht kommen dürfen heute. Ja, wo ist er denn? Ja, Pauli, sag einmal dem Günther, wo du bist. Ja, wo ist er denn? Gut, können wir jetzt weitermachen. Ja, wo bist du denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Ja, wo ist er? Ja, da ist er ja. Gut, haben wir das also auch geklärt. Wir sind ja nicht zum Spaß da. Möchtest du einmal ein Pathologe werden? Der Pathologen, Pauli. Also gut, ich fasse zusammen für das verspätete Team Eberhofer. Bei der Toten handelt es sich um eine gewisse Saskia Grimm. Sie wurde zuerst mit 3 gezielten Schlägen auf den Vorderkopf getötet. Wahrscheinlich die Tatwaffe mit einem langen, dünnen Gegenstand. Vermutlich aus Eisen. Vermutlich aus Eisen. Danach wurde sie mit Brennbaste eingeschmiert und angezündet. Es war also ein klassischer Mord. Danke, Rudi. Ja, ist es jetzt meine Schuld? Der hat es doch noch gar nicht verstanden, was ich sag. Die sind doch in dem Alter geistig noch auf dem Stand eines Meerschweinchens. Muss er da Wasserleiche liegen? Ja, warum? Ja, vielleicht ist das der Pauli. Pauli, hast du einen Stinker gemacht? Ja, hast du einen Stinker gemacht? Günther, hast du vielleicht eine Wickelunterlage da? Ah, was? Hol den Fetzen da, schau, den grünen. Ja, das ist ja wieder typisch. Hätte der junge Herr Vater nicht selbst seinen Babyscheiß mitnehmen können? Aber nein. Dem Eberhofer sind solche Dinge ja viel zu banal. Da schickt er seinen Lakaien los und die. Rudi, wenn du schweiben musst, Rudi, da hinten in den Mieskübel, bitte schön. Zum Fettgewebe, das von der letzten Obduktion übrig geblieben ist.